Ich hatte große Angst und Bedenken, den Schritt zu setzen, zum ersten Mal in die Männergruppe zu gehen. Und jetzt, wo ich da bin, bin ich erleichtert und froh, hier zu sein. Das höre ich immer wieder, dass Männer, die zum ersten Mal in eine Männergruppe bzw. Selbsthilfegruppe zum Thema Pornografiesucht gehen, große Angst haben, den Schritt dorthin zu wagen und danach erleichtert sind. Sie sehen dann, dass dort ganz normale Menschen wie du und ich sind und empfinden die Treffen als positiv und ermutigend. Willkommen heute beim Thema Rechenschaftsgruppe. Das ist ein Thema, das mir und meinem Vorstandskollegen Alois sehr wichtig ist, da wir erleben, dass viele Männer, die zum Teil schon seit Jahren mit Pornografie kämpfen, über diese Männergruppen frei werden. Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit für dich. Ich möchte dich dazu ermutigen. Einfach die Gelegenheit zu haben, sich mitzuteilen und Menschen zu treffen, die einem zur Seite stehen, an einem Ort, wo man regelmäßig Bericht gibt, wie es einem geht. All das tut wirklich gut. Viele denken aber, dass man in solchen Gruppen nur noch mehr mit dem Thema Pornografie konfrontiert wird und noch mehr Ideen hält, was man nicht alles anstellen kann. Das ist aber nicht der Fall in meiner Erfahrung, denn in diesen Gruppen werden keine Details ausgetauscht. Es ist nicht wichtig, wie die Website lautet, auf der man unterwegs war, oder welche Möglichkeiten es gibt, um an Pornografie zu gelangen. Vielmehr tauschen Männer hier aus, wie es ihnen im Leben geht, was der Nährboden für ihr Problem ist, wie es ihnen als Partner oder als Vater geht. Es wird nur grob über die Probleme mit Pornografie und was sie in dem Bereich bewegt gesprochen. Vor allem aber mutigen die Männer einander. Das Gebet spielt hier eine wichtige Rolle und das Füreinander-Dasein. Vor allem aber sehe ich, dass diese Gruppen den teilnehmenden Männern viel Ermutigung bringt. Und ich kenne viele, die nach jahrzehntelangem Kampf gegen die Pornografie endlich frei wurden. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir auch Frauengruppen und Angehörigengruppen starten. Besucht doch einmal unsere Love is More Website. Dort findet ihr Hilfe, um eine Gruppe zu finden und dort selbst eine Gruppe vielleicht auch zu starten. Rechenschaft ist aber nicht nur eine Sache der Männergruppe, sondern es ist auch im alltäglichen Leben wichtig, Männer zur Seite zu haben. Freunde, die da sind und mit denen man ehrlich ist. Seinen Ehepartner als alleinigen Rechenschaftspartner zu haben, ist zwar zusätzlich möglich, soll aber nicht einen außenstehenden Partner setzen. Denn in der Ehe ist es besonders wichtig, nicht über Details zu sprechen, da das den Partner verletzt. Meine Frau fragt mich immer wieder, wie es mir mit den Herausforderungen im Alltag und den Frauen im Allgemeinen geht. Und ich kann ihr grob erzählen, wie es geht, ohne Details zu sagen. Sie freut sich, dass die Dinge im Licht sind. Aber ich erlebe auch immer wieder, dass der Partner der Mülleimer wird für den, der das Problem hat. Alles wird abgeladen, sämtliche Gedanken und Probleme. Und das soll so nicht sein. Hier ist es wichtig, dass der Angehörige auch Grenzen aufzieht und den Betroffenen anhält, Hilfe zu suchen. Als Angehörige oder Angehöriger können wir auch nicht der Gottersatz sein des Partners. Ich ermutige dich, an einer Männergruppe teilzunehmen oder sogar dir zu überlegen, eine Gruppe zu starten. Wir helfen dir gerne dabei und bieten dir Hilfsmaterial dazu an. Ich selber habe vor einigen Jahren eine Gruppe gestartet bzw. geleitet und es war sehr ermutigend zu sehen, wie Männer Stück für Stück aus der Pornografieabhängigkeit herauskamen, neue Lebenskraft erhielten. Sie bekamen neue Hoffnung, auch für ihre Beziehung mit dem Partner. Viele Beziehungen gehen wegen Pornografie kaputt und die Kommunikation ist abgebrochen. Es war schön zu sehen, wie sich diese Dinge drehten und Leben verändert wurden. Einige der Männer sind mir sehr gute Freunde geworden und ich weiß, dass ich sie jederzeit anrufen kann. Auch wenn ich mit Pornografie seit vielen Jahren nichts mehr zu tun habe, ist es trotzdem gut, meinen Freunden proaktiv Rechenschaft für mich zu geben und vorzubauen, damit auch nichts hier im Geheimen gären kann. Das tut gut und motiviert mich, diesen guten Weg weiterzugehen. Hab selber Mut, wage den Schritt zu einer dieser Gruppen. Ich lade dich ein, einen vielleicht für dich unangenehmen Schritt zu tun. Aber diesen Schritt wirst du sicherlich nicht bereuen. Ich wünsche dir dabei alles Gute, habe Mut. Möge sein Frieden in dein Herz einziehen und dir Ruhe schenken. Wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Einheit. Einen schönen Tag noch und eine gute Nacht.